Ja, man darf den Kapuzinerberg sehr gerne unterschätzen, muss ich sagen. Da ist ja früher noch nicht so viel verbaut gewesen. Da darf man sich auch ganz umgekehrt haben. Das haben dann die Jäger in der Stadt gesehen. Die haben einem dann eine halbzahme Gamsgeiß aus der Steiermark dazugegeben. Also da ist schon sehr steil, wo man teilweise nicht einmal gehen kann. Also die Bergputzer müssen sich da anseilen, weil das anders gar nicht geht. ...640 Meter hoch thront der Kapuzinerberg über der Stadt Salzburg. Seine Blicke vom rechten Salzachufer aus reichen von der Festung bis weit in den Tennen- und Flachgau. Der Kapuzinerberg hat viele Besonderheiten. Gämsen leben in seinen Wäldern, weltweit einzigartig für einen Stadtberg. Tief im Inneren versorgt er die Menschen mit kostbarem Trinkwasser. Wir begleiten Stadtjäger und Förster Manuel Capella in seinem ganz besonderen Revier mit einer Gesamtfläche von rund 1200 Hektar. Der Wald wird von Manuel und seinen Kollegen nicht wirtschaftlich genutzt, um Profit zu erzeugen, sondern gepflegt, um ihn bestmöglich zu erhalten und den Besuchern einen sicheren Erholungsraum zu bieten. Also der Hauptfokus liegt einmal klar bei der Forst- und Jagdbehörde als Bezirksförster. Zusätzlich haben wir noch die Privatwirtschaftsverwaltung von den stadteigenen Waldflächen, aber auch die Betreuung von Gamsfeld am Kapuzinerberg. Vor rund 70 Jahren hat eine Wanderung ins Ungewisse versehentlich das Leben am Kapuzinerberg nachhaltig verändert. Ein einzelner Gamsbock verirrt sich in die Stadt und findet am Kapuzinerberg sein neues Zuhause. Da ist ja früher noch nicht so viel verbaut gewesen. Da darf man sich auch ganz umgekehrt haben. In dem Bereich. Das haben dann die Jäger in der Stadt gesehen. Die haben einem dann eine halbzahme Gamsgeiß aus der Steiermark dazugegeben. Und aus dem hat sich dann eben die Population entwickelt. Sie ist auch im Laufe der Jahre zweimal Blut aufgefrischt worden, um eben dadurch der Inzucht entgegenzuwirken. Heute leben etwas mehr als 10 Gämsen am Kapuzinerberg. Böcke, Geißen und jedes Jahr im Mai kommen 3 bis 4 Kitze dazu. Im Großteil des Jahres ziehen sich die Gämsen auf der Nordseite des Kapuzinerbergs zurück. Denn dort gibt es für sie am meisten Ruhe. Man muss sich das so vorstellen, der Kapuzinerberg ist herum recht flach angehaucht und rund um den Kapuzinerberg zieht sich einfach ein Felsbandel. Also von oben bis unten eine Felswand, die sieht man ganz unten, wo man unten steht, dass er recht steil anfällt. Die Nordwand zum Beispiel, wo wir zwar heute drinnen waren, das ist absolutes Ruhegebiet für die Gams, da kommen nur wir und die Bergputzer hin. Also da ist schon sehr steil, wo man teilweise nicht einmal gehen kann. Also die Bergputzer müssen sich da anseilen, weil das anders gar nicht geht. Die steilen Wände bieten aber auch Erholungssuchenden traumhafte Aussichtspunkte. Oberhalb des Kapuzinerklosters lassen sich direkt neben dem Gehweg die Festung und der Geißberg erspähen. Einen ganz besonderen Ausblick bietet der höchste offizielle Aussichtspunkt beim Franziskischlössl. Das Franziskischlössl wurde 1629 von Fürsterzbischof Paris Lothron erbaut. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird es bereits als Ausschank genutzt. Von seinen Mauern aus sieht man große Teile der Stadt Salzburg. Den Bahnhof, bei dem viele Gäste ankommen. Die Salzach schlängelt sich neben dem Heizkraftwerk Nord durch das Bild. Die Wallfahrtskirche Maria Plein am gegenüberliegenden Pleinberg. Wovon die meisten Aussichtsgenießer an dieser Stelle nichts wissen, sie stehen hier mit beiden Füßen auf dem Trinkwasser der Stadt Salzburg. Denn rund 100 Meter unter der Oberfläche liegt ein großer Trinkwasserbehälter der Salzburger AG. Das ist einer der 2 Großwasserbehälter im Innenstadtbereich, den die Salzburger AG betreibt.
Der eine Hochbehälter ist am Mönchsberg und hier ist ein Leitwandbehälter im Kapuzinerberg mit einem Fassungsvermögen von rund 25.000 Kubikmeter. Es befinden sich dort zwei Wasserbehälter, zwei Wasserkammern mit einer Länge von rund 100 Metern. Der Hochwasserbehälter wurde in den 1990er Jahren erbaut und kann einen ganzen Tagesbedarf der Salzburger speichern. Das Trinkwasser kommt dabei aus dem Wasserwerk in St. Leonhard und wird über ein langes Leitungssystem in den Kapuzinerberg gepumpt. Wir befinden uns hier in einem der großen Grundwasserwerke der Salzburg AG, im Grundwasserwerk St. Leonhard. Das Grundwasserwerk St. Leonhard ist ein großer Horizontalfilterbrunnen mit einem rund 50 Meter tiefen Schacht, der in die grundwasserführenden Schichten führt. Von dort wird über drei Pumpen das Wasser zutage gefördert und in die Hochbehälter Kapuzinerberg und Mönchsberg gepumpt. Das Trinkwasser ist in Salzburg von besonders hoher Qualität. Und das von Haus aus. Während das Wasser in anderen großen Städten oft langwierig aufbereitet werden muss, heißt es hier fast ausschließlich Brunnen auf und los geht's. Das zeigen auch die regelmäßigen Analysen. Wir versorgen die Kunden mit Grundwasser und Quellwasser. Das Grundwasser ist von so hoher Qualität, dass keine Aufbereitung erforderlich ist. Das sind rund 90% unseres Wassers, 10% unseres Wassers sind Quellwässer. Diese werden vorsorglich mit UV-Licht aufbereitet. Dabei brauchen die Salzburger in der Stadt rund 12 bis 13 Millionen Kubikmeter Wasser. 120 Liter pro Person und das jeden Tag. Dazu kommt der Wasserbedarf von Gastronomie, Hotellerie und Wirtschaft. Ähnlich wie zum Beispiel auch im Stromnetz gibt es auch beim Wasserverbrauch tagsüber große Schwankungen. Es ist so, dass der Verbrauch in der Stadt sehr schwankend ist. Es gibt die sogenannte Morgenspitze, wo die Leute aufstehen, frühstücken, baden. Dort wird viel Wasser benötigt und diese Verbrauchsschwankungen können über Hochbehälter gedämpft werden. Weiters dient der Hochbehälter auch zur Speicherung von Löschwasser für Brandfälle. Die Hochbehälter in Salzburg sind tief im Berg versteckt und somit bestens geschützt. Damit das Wasser auch richtig mit Druck aus der Leitung kommt, liegen die Behälter erhöht. Die Besonderheit bei einem Hochbehälter ist, dass er sich in etwa 65 Meter über dem Stadtgebiet befindet. Und das ist genau dieser Wasserdruck, den der Kunde von uns geliefert bekommt. Rund 5 bis 6 Bar Wasserdruck. Das Trinkwasser aus den Hochbehältern ist für die Salzburger da. Die Gemsen von Manuel Capella müssen sich andere Quellen suchen, um ihren Durst zu stillen. Ja, wir haben da unten drei Biotope. Die sind eigentlich ganzjährig gefüllt mit Wasser. Wir sammeln es auch noch mit Brunntrögen, das Wasser, das Regenwasser, weil direkt eine Hauptquelle herum haben wir keine. Das wird ja auch gepumpt in die Hochbehälter. Wir haben da leider keinen Zugang nicht. Also die Gamsen sind hauptsächlich von den drei Biotopen abhängig und vom Brunntrogwasser, was wir eben durchs Regenwasser speisen lassen. So ziehen die Gemsen weiter, neben tausenden Besuchern, ihre Runden am Kapuzinerberg und genießen die Aussicht auf das Salzburger Land.